Ja. Dumm nur, dass ich deinen Schlüssel hab. Oh. Fast noch voll. Ganz halt vor der scheiß Treppengelände noch stehen geblieben. Oh shit. Geht nicht auf? Netter Versuch, Sherry. Ah, die Stimme. Hier kommt Johnny. Ich komme gleich, Sherry. Komm hierher, kleines Miststück. Hey, Big Daddy, da ist mein richtiger Daddy. Alter, das hat eben gerade in der Einstellung, wo er sie an beiden Armen gepackt hat, ne? Da sah das gerade so aus, also ist das Bild kurz stehen geblieben, genau in dem Moment, wo sein Kopf so nach hinten gewandt ist, aus, als wenn er ihr gerade richtig eine Kopfnuss geben will. Ja, hat auch gut geklappt. Ja, sauber. 30 Minuten vorher. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit! Bring mir den Anhänger, jetzt hab ich's. Oder Sherry ist tot. Den Anhänger? Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Sherry okay? Vorerst. Ich schwör sie, Mistel, wenn sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Verdammt! So, da sind wir wieder mit Claire. Warte nur, Arschloch! Jetzt ist mir zum ersten Mal eingefallen, wo ich Mr. Irons, alter Schwede, wo ich Chief Irons Stimme herkenne, die Synchronisationsstimme, die Synchro-Stimme. Und zwar von einem richtig hassens- und liebenswerten Charakter aus der Daredevil-Serie. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo er eben gesagt hat, das war deine letzte Chance. In dem Moment ist mir eingefallen. Okay. Ich kenne die überhaupt gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war am Anfang nicht bewusst, ob ich sie kennen will, aber dann habe ich bemerkt, dass das eine richtig geile Serie ist. Ich habe bei ein paar von diesen Serien schon Einschlafanfälle gehabt, aber die hat mich wirklich dann mitgerissen. Die habe ich auch durchgeguckt. Echt geil. Ja, dann. Solange man nicht so Sprecher aus so einem anderen zweiten Teil von einer Horrorserie engagiert hat, so von gewissen Nebencharakteren. Warte mal, jetzt stehe ich auf dem Schlauch gerade. Ja, so Stimmen von so bekannten YouTubern. Ach du, hör auf, Alter. Ja. Wir werden jetzt natürlich nicht darüber reden, aber wenn sie etwas an dem Spiel falsch gemacht haben, war es, dass sie von so einem Horst die Stimme genommen haben. Zu einem Typen, der normalerweise so eine Stimme haben sollte wie Josh Stone. Also eine Slang-Stimme, sag ich mal. Oder wie man das nennt. Mit Akzent. So, endlich können wir hier raus. Aber. Du schon wieder? Ja. Er schon wieder. Laufen wir mal schön um das Polizeiauto.
So, müssen wir ein bisschen Gas geben. Denn leider folgt der Typ uns auch aus dem Gebäude raus. Was natürlich nicht so cool ist. Ja, endlich mal wieder auf den Straßen, ne? Ja, quasi. Was ein ziemlich geiles Mal ist. So, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. So. Geht wohl nur hier weiter. Jetzt sehen wir hier Altbekanntes aus dem Intro von dem Originalspiel, diesen Weg hier. Mhm. Ja, denn der Weg durch den Waffenladen ist ja diesmal nicht. Stattdessen haben wir da schön gleich unser altbekanntes Basketballfeld. Und eine Lady. Verdammte Scheiße! Kannst du gleich das Top ausziehen und selber anziehen. Ja, nee, danke, da sind bestimmt schon... Da sind bestimmt irgendwelche Viren drin oder so. Oh fuck. Ach, den Mist nochmal, ey. Ach, leck mich doch. Auf so einer großen Fläche, auf so einer großen freien Fläche sind die ziemlich scheißig manchmal. Ne? Das ist wahr. Ja, hier haben wir auch das gute alte Basketballfeld. Oh ja. DLC schon gespielt? Hä? Hast du die DLC schon gespielt? Ja. Und, wie findest du die? Für kostenlos eigentlich ganz ordentlich. Schwer, ne? Es geht. Ja, ich, ja, oh, okay. Scheiße. Ja, komm hier. Die müssen wir jetzt eh durch den Bus gehen. Da können wir die Hunde auch Hunde sein lassen. Liebe Zuschauer, das ist übrigens eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Das muss das Waisenhaus sein. So. Und dann sind wir auch schon da. Ja. Ja, hast du schon mal in einer Regennacht bei Vollmond mit dem Teufel getanzt? Oh, alter Schwede. Eben gerade da oben die, wenn du aufs Waisenhaus guckst, an was erinnert mich die Silhouette da? Weiß ich nicht. An was erinnert sie dich? Hallo? Ja, das überlege ich gerade. An das Original Resident Evil 2 wohl kaum. An was erinnert sie mich? Stunden später? Weiß ich nicht. Sherry, wo bist du? So, hier ist sie nicht. Können wir mal hier ins Badezimmer gehen und finden ein Erste-Hilfe-Spray und ein Dokument. Cool. Brief vom Direktor. Ja. Na dann. Den frag ihn. War da eben noch eine Seite vor? Hast du eine weggedrückt? Ja, die hier. Brief vom Direktor. Ach so, okay. Das sah eben aus, als wenn danach noch was gekommen wäre vor dem hier. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde.
Am 19. Februar brach Proband 628 aus dem Labor aus und in unsere Einrichtung ein. 628 zählte zum Bewerbepol der Einrichtung und drang dort wohl auch auf der Suche nach Hilfe ein. 628 wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da an 628 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Dies wurde von unserem Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich danken möchte. Mit Sicherheit, vor allen Dingen herzlich. Guten Job gemacht halt, ne? Mhm. Unseren Nachbarn haben wir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustands des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Was die Zukunft dieser Einrichtung betrifft, so habe ich vor, nach ihrer vollständigen Dekontaminierung weitere Probanden sicherzustellen. Ehrgeiziges Unternehmen oder Unterfangen. Ja, sie sind halt auch sehr schnell. Oh, hier, schöne Massendusche. Ja. Alter, was machst du da? Hast du gerade eine Zigarette inhaliert oder so? Nee, ich hab gerade lachend ausgepustet. Ich habe gerade, als du das mit der Massendusche gesagt hast, an was gedacht, das sage ich aber nicht. Ja, da hast du dich wahrscheinlich auch wieder nicht dran erinnert, wie so gerade eben da dieses Symbol oben in dem Turm, ne? Nee, das kam mir spontan in den Kopf, als du gesagt hast, Massendusche. Aber wie gesagt, das ist kein Spaß vielleicht, den viele nicht verstehen. Und für sowas ist ja nur Simon Brutalos zuständig, also. Späße, die keiner versteht, oder kann ich auch viele erzählen? Die Späße, die andere als zu rabiat empfinden oder anstehen. Wow! Alter Schwede! Deine Schuld! Zu trödelig! Oh Gott! Weg von hier. Verdammt, William! Oh mein Gott! Ei. Lecker. Ach du Scheiße! Mit den Cornflakes hat es nicht gestimmt, ey. Nee. Oder wie war das bei Spaceballs? Ja. Nee, das war, das Müsli oder so, ne? Ach, Müsli, genau, nicht Cornflakes. Ja. Ich werde diesen Laden in die Luft sprengen und rechtzeitig zu den Cornflakes wieder zu aus sein. Ja. Macht einen irgendwie nervös, wenn man weiß, dass der Big Daddy und seine Tochter hier nicht mehr sind. Aber hey, immerhin eine Leiter in den Keller. Oh ja, in den dunklen Keller. Der Keller des Kellers. Sherry? Sherry, wo bist du? Oh. Sherry, ich bin gleich da. Ups. Oh Gott. Lauf. Oh ja. Onkel Vishra darf ja nicht fehlen. Nicht anhalten. Lauf weiter. Ei. An dieser Stelle, als ich die im Remake zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir nur, boah, William, ab heute bist du mein bester Freund. Ja. Claire, geht es dir gut? Hörst du mich? Claire? Claire, du musst aufstehen. Er wird uns
Wach auf. Wach auf. Öffne die Augen. Halt still. Nicht infiziert. Was zur... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry. Sherry geht's gut. Na klar. Sie kennen Sherry? So wie allen Beteiligten. Ein beeindruckender Kraftakt. Was ist mit ihr? Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Wo ist sie? Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln als erwartet. Wo gehen Sie hin? Hör zu. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Wo ist Sherry hin? Das ist eine gute Frage. Ist auch nicht so wichtig, dass sie gesagt hat, alles ist unter Kontrolle. Ja. Sherry ist ihre Tochter? Kann man ja viel drauf geben, ne? Ja. So, oh, ein Dokument. Bericht über G. Über Gigi Agostino. Die klinische... Hör auf mit die dem klinische, Scheiß. Ja. Ich kann es nochmal einen Spieler machen. Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuen Wesen, was die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Intelligenz. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb, Fortpflanzungstrieb getrieben, so, sein Zungenbrecher werden. Körperliche Fähigkeiten aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Das ist schlecht für uns. Sehe ich auch so. Reproduktionsverhalten, GS, bemerkenswerteste Eigenschaft, wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und ihnen ein Embryo einpflanzen. Und Gott mag wissen, wie das aussieht. Das haben wir ja schon gesehen vorhin. Ah ja, stimmt, hast recht. Die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes Wesen. Ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. Das ist extrem scheiße für Sherry. Ja.